Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ponya. Wir wollen heute mal mit dem Fahrstuhl fahren und ja, gucken, ob wir vielleicht Kalidis dann treffen. Wer weiß, wer weiß. Ja, beim letzten Mal haben wir nämlich das Passwort für den Fahrstuhl zurückgesetzt, nachdem wir da die ganze Zeit versucht haben, das herausgefallene Glasstück in das Mosaik wieder einzufügen. Es ist dann leider zerbrochen. Ja, Rufus ist halt nicht so der Geschickteste, obwohl er das wahrscheinlich selber anders sieht. Mit Sicherheit sieht er das anders. Ah. Naja, auf jeden Fall ist dann ein Stück aus dem Glas rausgebrochen und ja, er konnte da. Erstmal haben wir eine Taschenlampe gefunden da drin und das Passwort für den Fahrstuhl konnte zurückgesetzt werden. Mit, ja, das ist irgendwie das Herzstück des Fahrstuhls, keine Ja, Ahnung. irgendwie, weiß ich nicht, da die Kontrolltafel, was weiß Ja. ich. Ja. Jedenfalls haben wir jetzt ein richtig cooles Passwort eingestellt, ne? Erinnerst du dich Ja, noch? wie lautet denn Ich das? weiß nicht, es war irgendwas Cooles. Wie war denn das Ich nochmal? glaube, R-U-F-U-S. Irgendwie so. Jedenfalls richtig cool und das müssen wir gleich mal eingeben. Und dann können wir mit dem Fahrstuhl immer hochfahren und uns da, weiß ich nicht, ob wir da Klitis Wer treffen weiß, was dann oder. noch so auf uns wartet, ne? Schauen wir mal. Also die Zuckerwatte auswählen. Ach, du übernimmst mal wieder jetzt. Ich habe Okay. keine Lust mehr. Ich habe so schön gepuzzelt hier. Ja, So toll ich gepuzzelt, war dass alles kaputt unfähig. gegangen ist. Na Rufus, was siehst du? Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Was? Okay, wir erfahren etwas über die Geschichte hier. Na gut. Nein! Wir brauchen doch die Zuckerwatte! Danach kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Was? Wenn man die. Ich dachte, er nimmt die nicht mehr mit. So, was mit dem dritten Mosaik? Ach so, Das mit den komischen. Was war das, was er da gesehen hatte? Schrottkrabben? Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Okay. Na gut. So, warte mal. Was wollten wir jetzt machen? Das Passwort eingeben Ach ja, genau. am Fahrstuhl. Wo müssen wir denn? Zum Turm. Nicht. Dann zur Bahnhofsdings und dann nochmal nach rechts oder was? Wie war das? Ach Gott. Ja. Geht's nochmal nach rechts weiter, ne? Dass Willkommen, wir das Rufus, jetzt auch gib nicht mal Kralle. einsammeln können. Ja, genau hier irgendwie. So, das Passwort ist irgendwas Cooles war das. Was war denn das nochmal? R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Zack, nächster Halt, Damenunterwäsche. So Eine weit, so weiße gut. Flagge. Jetzt heißt es warten. Was ist das für ein Geräusch? Uhaha. Wow. Das ist der Doc. Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken.
Guck mal, da ist irgend so ein Faden zum Mond gespannt. Was ist das denn? Oder ist Elysium auf dem Mond? Das ist Elysium! Ich war noch nie so nah dran. Ich spare mir meine telekinetischen... Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Noch ein Hebel. Oh, da ist die Flagge! So, gibt's hier sonst noch was? Kann man da irgendwie in den Ausguck rein oder so? Notboot. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Also Hebel, Flagge und was ist hier unten? Schnörkel. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was ein Schnörkel ist. Oh Mann. Offensichtlich was zum Mitnehmen. Mein Katapult hatte eine ähnliche Form. Nur, dass Menschen reinpassen. Was? Ja. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Kann man den Schnörkel mit dem Mob-Stil verbinden? Ich könnte mir aus dem Schnörkel und der Stange einen Greifhaken bauen. Kein schlechter Einfall. Aber ich warte mal damit, bis ich so etwas wirklich brauche. Ach, Rufus, was ist verkehrt mit dir? Na, sonst können wir ja nichts mehr machen hier, oder? In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge, ich liebe Konfetti. Oh Junge, Konfetti. Na, wenn du meinst. Wieder rein? Joa, lass mal wieder reinhuschen, wa? Und dann sagt er, er spart sich seine telekinetischen Fähigkeiten wie später. Was können wir denn? Wozu brauchen wir denn diesen Öltank irgendwie? Das ist bestimmt ein roter Hering. Hä? Da ist ja noch ein Rufus. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Klitus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Guter Plan, Rufus. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Was? Hä? Ihren Amtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Versteck dich, Rufus! Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor.
Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Gnade ihm jetzt? Schrott? Hat er gerade gesagt, zuerst müssen wir Cletus hinterhergehen? Ja, dann... Wir mit einem Kieselstein beschmeißen. Wir lassen jetzt Goal alleine, ob das clever ist. Die Tasche. Cletus. Mit dem Schnacken oder was? Ja, die Tasche vielleicht. Guck mal erstmal an die Sachen. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja was? Nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Was? Hoch. Soll ich den erstmal ansprechen gehen? Erstmal gucken. Dann gucken? Ja. Ölige Frisur, hässliches Cape und steifer Kragen. Was findet Goal nur an diesem Lusch? Na gut, dann... Ja, rede doch mal mit ihm. Warum klauen wir nicht zuerst die Tasche? Rufus. Cletus! Rufus, endlich stehe ich dir gegenüber. Ja, sieht echt genau aus, ich stehe dir gegenüber. Von wem? Fleischer. Ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal... Und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Boah, da können wir ja wieder mal alles durchgehen, der ne? Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich habe zuerst gefragt. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar, wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine... Was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber... Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so.
Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratzfatz. Puh. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt, damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge. Ich bin so gut. Oh. Ich bin so... Oh. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen... Würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Sehr charmant. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Oh. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Arschloch. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Hm? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst der Bohnherr tatsächlich zu hassen. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum. Du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Oh. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grummel.
Oh Mann, die sind doch bescheuert. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Aber wir nehmen die Tasche mit. Finger weg, verdammt. Können wir irgendwas... Hä, wo ist denn das Tuch hin, das weiße Tuch? Die Flagge. Da. Ach so. Ach, das ist gar nicht das Mob-Ding, ja. Ja, biet ihm doch mal die Sardelle an. Vielleicht hat er Hunger. Der Mob sieht aus wie seine Frisur. Nur nicht ganz so fettig. Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Geil! Oh Mann. Können wir mit dem Stein?